2000. Danke, Cloud. Dann hat Aerith und Cloud. Punkt. Eventuell. Ich kann das noch nicht sagen. Ich bin noch nicht so tief in der Geschichte drin. Voll das geldgeile Arschloch. Hat der da auf dem Boden geschlafen? Ey, im Remake hatten wir wenigstens ein Bett. Oh, wir hatten da wenigstens ein Bett. Guten Morgen, Cloud. Hast du gut geschlafen? Barrett hat geschnarcht. Klar, neben dir. Okay, Leute, das müsst ihr wieder entscheiden. Sorry, aber das so entscheidende Geschichten kann ich nicht alleine lösen. Welche Antwort? Erste. Zweite. Ist das Kind gerade am Cocktails mixen? Das gibt's doch gar nicht. So, bitteschön. Einmal Ausrufezeichen Vote und dann 1 für die erste, also Barrett hat geschnarcht, oder 2 für klar neben dir. Antwort. Vote 1. Okay. Okay. Leute, wir haben ein Unentschieden. Wir brauchen noch mindestens eine Stimme. Haut raus. Ausrufezeichen Vote oder Ausrufezeichen... Also... Oder... Ah! Vote 1 oder Vote 2? Barrett hat geschnarcht oder klar neben dir? Nee, ich habe keine Punkte mehr. Also dafür habe ich nicht genug Punkte. Wir haben bisher ein Unentschieden, Leute. Es ist... Es ist hart an der Grenze. 1 oder 2? 1 oder 2? 1 oder 2? 2. Ansonsten muss ich den Hausmeister bitten. Also? 1 oder 2? Meine Antwortmöglichkeit. 1. Hast du gut geschlafen? Entweder Barrett hat geschnarcht oder zweitens, klar, neben dir. Okay, Barrett hat geschnarcht. Psst, psst. Nicht so laut, sonst hören sie dich. Barrett ist vor Einsätzen immer so nervös. Ich komme diesmal mit. Warum ist die Kleine da am Dingsen? Hallo, hör auf. Wieso ist das Kind an dem Alkohol? So ein Spaßkiller. Nee. Unser Ziel ist der Reaktor von Sektor 5. Lauf schon mal zum Bahnhof. Ich besorg dir einen Platz im Zug. Yo, Cloud! Vor dem nächsten Auftrag muss ich dich etwas fragen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie man mit Materia umgeht. Hier ist die Materia, die wir gefunden haben. Zeig mir nur, wie man sie benutzt. Das verstehst du sowieso nicht. Okay, ich erklär's dir. Nein, das verstehst du sowieso nicht. Was ist denn nun so toll an den Jungs bei Soldier? Kannst du mir das mal sagen? Okay, ich frag Jesse später nochmal, aber du bist für die Materia verantwortlich. Materia-System? Ich spiele das Spiel selbst und wähle klar neben dir. Cloud, ich habe eine Nachricht vom Waffenhändler oben. Er möchte dir etwas geben, vergiss es nicht. El Presidente hat den Jackpot fast geknackt. Marlene, du passt auf den Laden auf. Das ist ein Kind. Und dieses Kind ist am Cocktails mixen. Was ist denn los mit diesem Spiel? Während wir weg sind.
Geht in Ordnung. Viel Glück! Nicht die Hoffnung aufgeben, Niklas. Nicht die Hoffnung aufgeben. Nicht schon wieder Fleischsaft. Bleh. Passt auf euch auf. Oh Gott, das arme Kind. Wir gehen erstmal dahin. Er bereitet uns nur Kopfzerbrechen, als er hier war. Aber jetzt, wo er fort ist, vermisse ich ihn. Seltsam, nicht? Ja. Ich habe nur noch 7 Punkte. Ich frage mich, ob mein Sohn schon fort ist. Wenn ich mit meiner Frau allein bin, kann es hier sehr einsam sein. Der Bot hat dich ausgelacht. Boah, ist der wieder gemein. Hör mir zu, wenn keiner zuhört, welchen Sinn hat dann das ganze Getratsche? Ja, und du, Mister, mir doch egal. Ich besorg noch ein paar Informationen, die sogar dich interessieren dürften. Warte nur. No, falsch. Er ist Le Bot. Ah, Johnny ist fort. Ich bin etwas traurig. Ich gebe es nicht gern zu, aber ich fühle mich einsam, wenn ich nicht trinke. Mhm. Warst du im Gebäude unten? Da bin ich jetzt. Ah. Ach, wieder ein Tag, an dem nichts los ist. Wenn das so weitergeht, ist bald Schluss mit dem Laden. In so einem Slum verkauft man einfach keine richtig guten Medikamente. Oh, sieh einer an. Das kommt nicht allzu oft vor. Bist du ein Kunde? Ja. Willkommen! Wir verkaufen und wir kaufen. Kaufen! Oh yeah. 2 bitte. Gesundheit! Komm, dann haben wir 5. War das jetzt Materia? Materia. Kann ich ihr das geben? Na. Ey, der Bot ist gemeiner als Cloud. Tja. Womit? Bist du ein knickriger alter Müde? Was? Warum ruhst du dich nicht oben im zweiten Stock ein wenig aus? Nur eine Bedingung. Du musst mir etwas Geld geben. Lausiger! Hat er mich gerade beleidigt? Hey, hallo, Moment mal. Du kannst hier nicht einfach rausgehen, ohne etwas zu kaufen. Das könnte sich als sehr ungesund erweisen, wenn du weißt, was ich meine.
Aber der hat nichts. Wieso kann ich das... Achso, ich habe keine Kohle mehr. Kann ich das verkaufen? Eine Hand, was soll das denn? Ich bin der Positionscursor. Ruf mich, wenn du beim Gehen nicht mehr weiter weißt. Wenn du drückst, erscheine ich über deinem Kopf. Meine Güte, du fällst ja mehr auf als ich. Bin ich im Weg? Wenn ja, drückst du einfach nochmal. Ich bin ziemlich beschäftigt und kann nicht immer kommen, wenn du mich brauchst. Sei nicht böse, wenn ich mal nicht erscheine. Tschüss! Aha. Das ist der Club für Anfänger. Du willst ein Anfänger sein? Deine Augen verraten, dass du keiner bist. Mach keinen Ärger, ich war Soldier. Ich sag dir, was ich alles weiß. Und das auch noch gratis. Was möchtest du wissen? Wie man seine Freunde heilt, wie man Heilzauber anwendet, wie man Waffen und Rüstung benutzt, wie man Materia einsetzt, wie man Materia am besten benutzt, wie man eine Kampfgruppe bildet, wie man den Zustand überprüft, etwas über Limit-Techniken, nichts, was du mir beibringen kannst. Ich glaube, das kriege ich alles so hin. Wird schon. Bang! Klatsch! Hilfe! Du musst durchhalten. Dein Limit-Anzeige baut sich gerade auf. Siehst du? Jetzt ist deine Limit-Anzeige voll. Du kannst sie benutzen. Setz deine Limit-Technik ein. Die Tipps zur Materie solltest du dir reinziehen. Okay. Super! Gut, Cloud ist doch ein guter. Das ist der berühmte Speicherpunkt. Am Speicherpunkt kannst du ein Zelt benutzen und oder speichern wählen. Da ist auch noch mehr, aber es ist jetzt noch ein Geheimnis. Wenn du das Spiel speicherst, kannst du an derselben Stelle wieder anfangen, auch wenn du vernichtet wurdest. Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen, wenn du vernichtet wirst. Das ist zwar ein wenig vorgegriffen, aber wenn du Midgar verlässt... Wenn du auf der Weltkarte bist, kannst du überall speichern. Vergiss das nicht. Hallo Jesse! Die alte Rechtschreibreform triggert mich. Alles gut. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ja, bla bla bla, das habe ich doch schon. Oh, das ist wie mit der Eule bei Ocarina of Times, ne? Hm. Okay, Materia. Also das mit dem Materia soll ich mir anhören. Wie man Materia einsetzt, wie man Materia am besten benutzt, richtig? Geh in das Menü, wenn du eine Materia findest. Es gibt Materia, die etwas eigenwillig sind. Wenn du dir diese Materia einsetzt, wird nichts passieren. Achte besonders auf diese beiden Fassungen. Sie sind miteinander verbunden. Du musst immer daran denken, diese Materie in Fassungen zu tun, die miteinander verbunden sind.
Unterschiedliche Materie beeinflussen einander. Jedoch nur, wenn die Fassungen miteinander verbunden sind. Um dies zu demonstrieren, setzen wir die Materie alle in eine der Fassungen. Und die Gewittermaterie in die andere. Tutorial, wie geil! Tutorial, Schmutorial, braucht keiner. Übrigens, Jesse, Frage. Bitteschön. Ich habe dich noch gar nicht richtig begrüßt. Hallo, ich wünsche dir einen wundervollen guten Abend. Wie geht es dir? Nun kannst du Blitz auf alle Feinde anwenden. Mhm. Die verbeilt halt was. Aber dies ist jeweils nur einmal im Kampf möglich. Welche Verpeiltheit? Erhältst du verschiedene Ereignisse. Mhm. Wenn du etwa Genesung und alle kombinierst, kannst du Heilung auf ein gesamtes Team anwenden. Es gibt auch eine Menge nutzloser Kombinationen. Wie es mir geht, ich sitze seit ca. 3 Stunden dran, ein Problem zu lösen und ich weiß nicht, woran es liegt. Mhm. Boah, die Zoodirektorin ist nicht verpeilt. Hast du schon Siri gefragt? Ich hätte jetzt auch gefragt, ob du Google mal... Mr. Google mal gefragt hast. Zum Beispiel Genesung und Blitz. Wenn es um Programmieren geht, könnte ich vielleicht auch helfen. Hm, Google hilft nicht. Mist. Blitz und Heilung können normal verwendet werden, aber... Sie unterstehen keiner Wechselwirkung. Spezielle Materia wie alle werden als Hilfsmateria bezeichnet. Dann ist das kein Problem, denn Siri kennt jede Lösung. Den Unterschied erkennst du an den Farben der Materia. Das hört sich vielleicht seltsam an, aber... Hast du gewusst, dass Materie ganz von alleine wachsen? Selbst wenn einer deiner Mitstreiter sie benutzt, werden sie mit jedem Kampf reifer. Wenn die Erfahrungsstufe der Materie steigt, erhöht sich die Wirkung des Zaubers, den du einsetzen kannst. Ich sagte dir vorhin, dass alle... Wait for it. Dairy. Kabalo 29 giftet Artier 1 Sub Dukelox. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Kabalo 29 giftet Artier 1 Sub Du David Lode 345. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Kabalo 29 giftet Artier 1 Sub Tub mal 7. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Kabalo 29 giftet Artier 1 Sub Duku MTM. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Kabalo 29 giftet Artier 1 Sub Du Zombie an Bord. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Kabalo 29 giftet Artier 1 Sub Tu Hydran unterstrich. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Kabalo 29 giftet Artier 1 Sub Tu Bayerischer unterstrich Rebell. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Kabalo 29 giftet Artier 1 Sub Du Kirk 1707. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Kabalo 29 giftet Artier 1 Sub Du Wippe 38. Holy shit, Kabalo. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Kabalo 29 giftet Artier 1 Sub Du Blühnautitz. Lass es dir schmecken.